Ah, muss ich erst herstellen. Ecke? Auf keinen Fall. Hey Sie, Sir. Ja, kommen Sie her. Scheiße, Mann, ihr habt ja nicht mal einen Verdacht. Wir wollen nur reden. Ey, Mann, ich hab hier meine Tickets. Lass die Hände, wo ich sie sehen kann. Das ist doch scheiße, Jay hat doch nichts getan. Zurück sofort. Sind Sie auch ein Viceroy? Ist ja nicht illegal, oder? Nicht so frech. Wie konnten Sie sich VIP-Karten leisten? Er verdient mit Sicherheit mehr als du. Ja? Hey, yo, Didi, ganz ruhig, okay? Gib denen nichts, was sie verwenden können. Irgendwas sagt... Da muss ich hin. Ben, die Polizei wird gleich den ganzen Komplex anrufen. Diesen Trip wirst du lieben, Kumpel. Ich stecke hier fest, wenn ich nicht für Ablenkung sorge. Ich will den Strom ausschalten und dann rausschleichen. Im ganzen Stadion? Ich dachte, du wolltest den Rächer aus den Nachrichten raushalten. Der Strom im Stadion hängt am CTOS hinter der dicken Firewall. Im Moment muss ich vor allem erstmal hier raus. Kennst du den nächsten Zugangspunkt? Im nächsten Raum. Aber du brauchst jemanden mit Sicherheitsfreigabe. Die Security muss ja Zugang haben. Bei all den Cops hier sind die sicher auch nicht weit. Gut, leiten wir erste Schritte ein. Wir evakuieren keine 40.000 Leute, damit ihr Räuber und Gendarm spielen könnt. Es gab einen isolierten Vorfall im Untergeschoss, also riegeln wir es ab. Dann das wird reichen. Ihr wird gleich eine ganze Horde Kollegen auftauchen. Das wird Panik auslösen. Wir müssen das Spiel abbrechen und die Leute sicher hier rausbringen. Ein Spieler vom... Ach du Scheiße. Na, das kann ja witzig werden. Moment. Ja. Guter Plan, hätte ich auch gemacht. Wo bist du, Jordi? Was? Weg! Habt ne Bullenallergie. Maurice auch. Keine Sorge, habt ihr was da gelassen. Ein Freund von einem Freund hielt mit gebrauchten Autos. In der Garage da drüben steht ein echter Klassiker. Nimm's oder lass es, mir egal. Ich muss... Okay. Wir verhalten.
findet man es unauffällig, würde ich sagen. Das ist eine schlechte Idee. Scheiße, mach langsam. Oh oh. Schnell abbiegen und verstecken. Ah. Sieht schon jemand in den Nebenstraßen nach? Okay. Ich hier rein? Nein. Wo versteckt er sich? Hat ihn jemand gesehen? Also es klappt ganz gut mit hier langlaufen. Eine U-Bahn? Nein, ein Bankautomat. Der Scheißkerl kann sich nicht ewig vor uns verstecken. Was ist das? Ja, okay, ist okay. Sehen die mich? Ich hoffe nicht. Was ist das da? Gehen wir nicht lang? Okay, da vorne rechts abbiegen und dann ein bisschen Gas geben und schon sind wir draußen. Ja, das klappt gut. Dieser Dreckskerl wird uns nicht entwischen. Ach, ich glaub doch. Ja, Elle, Verdächtiger ist weg. Schreib deine das Fahndung hab ich echt gebraucht. Endlich habe ich den verdammten Schützen. Muss ihn zum Reden bringen. Aber wie? Ich habe ihn hart angepackt. Folter bringt mich bei Maurice nicht weiter. Also muss ich in seinen Kopf. Seine Schuldgefühle fressen ihn auf. Ich gebe ihm ein paar Tage. Dann wird er sich schon rühren. Ja, okay. Also ja, wir kriegen jetzt erstmal noch irgendwelche Hinweise, die wir eh schon kennen. Ich versuche immer so auf der Mittelspur zu bleiben. Gute Reflexe. Boah, ich nicht so sehr. So, die nächste biegen wir hier rein. Ach, das ist wieder so eine hohe. Kommen wir da irgendwie rauf? Ja. Halt. So nicht.
nicht zum Fahren geboren. Ich gehe mal vom Gas runter. Weil gleich kommt eine Kurve, wo ich hier abbiegen will. Ups. Naja, fast. Dann schaffe ich es, würde ich es wieder nicht schaffen. Deswegen. Also Gas ganz durchdrücken. Das ist keine so gute Idee. Müsste eigentlich mit Gefühl, aber was ist denn das da? Das Rote? Weiß ich nicht. Ist aber gerade, glaube ich, auch nicht ganz so wichtig. Alter! Kannst du nicht aufpassen? Ich weiß, dass ich hätte aufpassen müssen. Ist mir doch egal. So, hier in eine Seitenstraße rein. Dann? Möchten Sie einen? Es gibt einen Räumungsverkauf. Okay, pass auf. Steig hier mal aus. Vielleicht über den Innenhof? Also, ne. Und weiter? Da rein. Wow, ten cuidado. Ich laufe einfach einmal um den Block. Ah, okay. Ah, wir wohnen in einem Motel. Na, hier ist es ja geil. Aber lang her. Bist du sicher, dass die Nummer richtig war? Jax,